Moin, ein, zwei Worte von mir heute einmal zu dieser Weste. Wir kommen langsam in die Jahreszeit, wo das Ganze ein bisschen kühler wird, man aber noch Westen tragen kann. Und falls es dann doch mal kalt sein sollte, dann bietet diese Weste eben die Option, das Ganze zu beheizen. Zumindest verspricht es das Ganze. Und das wollen wir uns doch einfach mal anschauen, was das Ganze denn tatsächlich taugt und wie das funktioniert. Wir sehen, das soll hier bis zu 65 Grad gehen. Finde ich ein bisschen viel, wenn ich mir vorstelle, dass ich das auf der Haut haben soll. Aber wahrscheinlich ist das da drin und nicht auf der Haut. Und es braucht natürlich auch ein bisschen, um durch den Stoff durchzukommen. Und wir schauen jetzt einfach mal, was sich hier drin denn erstmal verbergen tut. So. Hier haben wir erstmal eine Anleitung, wir kennen das Prozedere ja. Dann haben wir hier einmal die Weste. Das hier tun wir mal zur Seite. Die kommt hier sauber verpackt in diesem kleinen Beutel. Und dann wollen wir uns nicht lange zieren und das Ganze öffnen. Wobei das ganz einfach ist. So, jetzt aber. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach einmal an. So. Das ist ein ganz klassischer Stoff, wie man ihn von einer Weste kennt. Das Ganze soll oder hat Daunen auch mit drin. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Ansonsten sieht das erstmal gar nicht so schlecht aus, was ein bisschen Gewöhnungssache sein mag. Das sieht man schon vielleicht ein bisschen hier durchschimmern. Das habe ich gerade eben auch gesehen und bin mir nicht sicher, ist das hier in. Soll wahrscheinlich hochwertig aus. Sie werden hier diese Beschichtung. Ist natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich wie so eine Wärmedecke aus dem Erste-Hilfe-Kasten. Goldene Seite wärmt, hält die Wärme drin, ist vermutlich der Grund. Dann haben wir hier einmal eine entsprechende Anleitung. Blau, weiß, rot für die entsprechenden Stufen. Ist angeblich safe, intelligent, was immer das heißen mag. Light, dünn und soft. Und ich vermute mal, das Ganze befindet sich hier. Es ist interessant, es ist irgendwie kein Akku oder so, oder muss man den separat sich dazu holen? Schauen wir. Hier haben wir ein Kabel. Mal schauen. Das wird wahrscheinlich ein USB sein und da müssen wir eine eigene Powerbank mitbringen. So vermute ich das, denn hier ist jetzt erstmal nichts dabei. Deswegen werde ich jetzt mal eben schauen. Okay, einmal noch bevor wir es tun. Wir haben eine für den Rücken und eine für vorne. Also die werden unterschiedlich gesteuert. Ansonsten aber schön verarbeitet. Ich werde mal eben gucken, dass ich eine Powerbank hole, das Ganze anstecke. Dann ziehen wir das einmal auch an und gucken uns an, wie es getragen aussieht. Und dann soll es sein. So sieht das Ganze jetzt erstmal getragen aus. Und ich würde sagen, das sieht doch erstmal ganz vernünftig aus. Und ich habe hier jetzt mal eine Powerbank geholt. Und dann nehmen wir dann entsprechend hier den USB-Stick und stöpseln den hier rein oder den Anschluss. Und dann buxieren wir das hier in diese vorgesehene Tasche. So. Und dann ist das Ganze auch, denke ich, einsatzbereit. Und jetzt nehmen wir uns hier mal diese einzelnen Knöpfe, die gedrückt. Und dann sehen wir, dann leuchtet das Ganze rot auf. Rot war der warme Modus. Und ich kann hier jetzt auch sagen, okay, auf meinem Rücken. So, es ist gerade nicht ganz so kalt, deswegen mache ich hier eine andere Stufe. Also sie sind separat nutzbar. Und ja, ich merke das Ganze schon, wie es sich aufwärmt. Hier haben wir auch noch kleine Taschen. Die sind auch ganz bequem tatsächlich an der Stelle. Da kann man auch nichts falsch machen. So sieht das Ganze von hinten einmal aus. Also das passt soweit alles. Und ich finde, es macht einen ganz soliden Eindruck. Wir können das auch einmal noch zumachen. So, das ist im Prinzip eine ganz normale Weste. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe das Ganze in L bestellt. Normalerweise trage ich eigentlich M, aber ich finde das jetzt eigentlich ganz gut. Ein bisschen Platz im Westen ist nie verkehrt. Und ich würde sagen, damit sind wir dann auch erstmal raus.